1, 2, 1, 2. HSV, SC Paderborn. Die räumen hier nix ab. 3:1. 3:1. Da ist der Dreier. Boom. Da ist der Dreier. Und wir haben eben schon so kräftig gejubelt da oben und gefeiert. Ging richtig zur Sache eben. Ja, also war, ja. Nee, warum soll ich rüber? Wo soll ich rüber? Du hast doch Platz genug, Junge. Dann rück ich meinem Daddy heute mal richtig schön auf die Pelle, ja. 3:1 gewinnen wir das Ding zu Hause gegen den SC Paderborn und damit haben wir den ersten Tabellenplatz verteidigt und zwar standesgemäß. Ja, und jetzt endlich die 40-Punkte-Marke erreicht, also auch das ein kleiner Meilenstein in dieser Saison. Heute natürlich mit den beiden Toren von Sonny Kittel und dem 1:0-Torschützen Moritz Heyer nach einem Standard. Muss man sagen, von Duciak. Richtig gute Standardsituation. Sonny Kittel ja auch mit dem Freistoßtor. Unfassbar. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. In der 21. Minute, der Halbzeitstand war ja bei 2:1. Fadi, und ich frage euch, wie fühlt ihr euch? Ja, wie ist euer Empfinden? Also Mainz ist gerade wieder grandios. Aber ich habe die ganze Woche ja, wir waren ja auch noch gerade vorher am Mittwoch im Fan-Talk. Auch da habe ich gesagt, man fühlt sich einfach nur richtig gut. Und der HSV bestätigt das heute mit einer extrem starken Leistung. Also muss ich wirklich sagen, haben sie wieder einen rausgeholt am 2-0. Ja, guter Anschlusstreffer natürlich nochmal, aber bitte eigener Fehler. Okay, aber du bist wieder stark, recht stark aus der Halbzeit rausgekommen. Und ja, am Ende hättest du heute auch, um ein ganz schnelles Fazit zu ziehen, hättest du auch noch 4 oder 5 oder 6 machen können. Also was du da noch an Hochkarätern gehabt hast. Also hätte das 0-0 gestanden, glaube ich, hätte ich graue Haare gekriegt oben, aber richtig grau. So war es dann am Ende, okay. Makulatur, haben sich einige belohnt, Kittel heute ganz stark. Aber ich denke, auf die Einzelnen kommen wir nachher später ein. Und ja, definitiv. Ganz entspannt mal angehen hier. Wir müssen aber auch mal ganz ehrlich sagen, SC Paderborn hat ein echt ordentliches Spiel gemacht. Das war ein richtig guter Gegner. Die haben uns verdammt viel abverlangt. Erst einmal dafür natürlich große, große Anerkennung, wirklich großen Respekt. Waren ja auch dran, das 2:2 zu machen. Ulle, zwei, dreimal richtig stark pariert. Also der Junge, ein richtig guter Rückhalt. Auch heute wieder natürlich die Verletzung von Toni. Der wird uns verdammt nochmal richtig fehlen. Wir wünschen erstmal gute Besserung an dieser Stelle, weil der Junge, tut uns natürlich weh, dieser Ausfall. Trotzdem, Moritz Heyer dafür in die Innenverteidigung gerückt und er hat das echt solide gemacht. Sagt er selber auch, er spielt gerne auf der Innenverteidigerposition und ja, hat er heute zeigen können, hat er souverän und grandios dann auch absolviert, die restlichen, grandios nehmen wir weg. Also einen Bock haben wir ja auch zweite Halbzeit gehabt. Ne? Also, aber war da super gemacht, von der Leistung her alles gut. Hast du nicht auch jeden Tag mal einen Bock, den du schießt? Ja, ne? Hat doch jeder mal, oder? Wenn ich jeden Tag einen schießen würde, ne, wenn meine Frau nicht mehr da, glaube ich. Also wenn ich jeden Tag einen Bock, kannst du nicht frei haben. Ja. Ne? Also, aber bei einer der wenigen alles gut, ist ja auch nichts passiert, von daher alles gut. Alles entspannt. Ja, 3:1 am Ende.
Ja. Und für mich vom Fazit her absolut verdient. Paderborn sicherlich ein, zwei kleinere Chancen gehabt. Ulle auch nochmal wieder gut pariert. Aber ansonsten war jetzt auch nichts Zwingendes dabei, ne? Wo man Nö, sagt, klar. und wenn, dann hast du sie mit eigenen Fehlern eigentlich auch eingeladen, Klar, ne? Also klar. dann kamen sie zu Torschancen, ne? Ja, definitiv. Christoph Wallo auch wieder mit dabei. Schön, dass du da bist. Und er schreibt, bei Spielen gegen Paderborn ist der Blutdruck noch höher als sonst, weil Ja. sie immer zurückkommen können. Das ist eine ganz, ganz große Qualität vom SC Paderborn. Wir erinnern nur an das Hinspiel, an dieses 4 zu 3. Wir führen mit 2 zu 0 und ja, geben ein komplettes Spiel wieder aus der Hand, gewinnst dann am Ende ja noch 4-3. Und heute ähnlich, ne? Also führst 2-0, hast sogar noch Chancen, das Ding höher zu drehen zu lassen. Aber dann kam wieder Paderborn mit dem Anschlusstor vor der Halbzeit. Und dann gehst du eigentlich in die zweite Halbzeit rein und bist erstmal so, oh, wenn jetzt das Ding 2 oder das 2-2 fällt, dann ist hier die Lunte richtig am Brennen. Aber Sonny Kittel direkt in der 53. Direkt mal ein Freistoß. Wie viele Meter waren das? 25, 27 Meter Ja, eher ungefähr. 27, glaube ich. Ja. 27 Meter ungefähr vom Tor. Haut das 26, Ding 5, da glaube ich. unten links Ja. rein, setzt einmal auf. Schwierig zu halten für den Keeper. Ja, war nicht die Torwartdecke, ne? War Genau. schön, ne? An der Mauer vorbei und Ja. einfach mal platziert unten ins Eck. Genau. Ideal getroffen. Ja. Atuba 3 Hamburg fragt, wie habt ihr den Ja, Sky-Kommentator ich habe das empfunden? die ganze Zeit eigentlich auf der Zunge. Ich Ja. wusste nicht, dass ich einen siamesischen Zwilling habe. Also wirklich mal heute ein Riesenlob an den Kommentator heute von Sky. Der hat sowohl Paderborn gelobt in den Szenen, aber auch endlich mal einer, der es auch wirklich mal vernünftig ausgedrückt hat und tolle Worte gefunden hat, auch für den starken HSV heute. Also wirklich ein Riesenlob an den Mann von Sky heute. Den habe ich lieb gewonnen. Scheint ein Bruder zu sein. Ja. 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 Endre, schön, dass du mit dabei bist. Und der schreibt, Winzheimers Tag war es leider nicht heute, er wird aber wiederkommen. Zu 100%. Natürlich, drei, vier dicke Chancen auf dem Fuß gehabt. Ich erinnere nur an die, ja, wo Terodde eigentlich rüberlegt, uneigennützig, dann auf Winzheimer und der steht im 1 gegen 1. Sollte nicht sein heute. Trotzdem, auch der hat sich reingebissen, genau wie ein Bakariata, der. Fadi, du hattest es erwähnt gehabt, in der 65. Minute eigentlich schon so platt war, weil der Junge Wege gegangen ist. Unfassbar wichtig. Super. Ja, den hast du aber angemerkt, 65, 17 Minuten Konzentration ließ nach und und dann war Ende im Gelände. Aber was der für Wege auch defensiv geackert hat, großen Respekt. Da ziehen wir unseren nicht vorhandenen Hut vor. absolut. Ja, und das macht Laune, Jungs. Das macht richtig Laune, diesen HSV Spiel zu sehen. Und warum? Weil die Jungs einfach auf dem Spielfeld immer alles geben. Es werden, wie gesagt, wir stehen hier oder sitzen hier, wir sind keine Propheten oder so, aber wir werden immer Keiner sagen, bist du, glaube ich. wir werden die Spiele auch verlieren, wir werden Spiele verlieren. Aber es kommt immer darauf an, wie man sie verliert. Und wenn wir Jungs haben, die auf dem Rasen da stehen wie Männer und die Zweikämpfe annehmen und sich den Arsch aufreißen, das wollen wir als Fans doch sehen. Und wenn dann das Resultat auch noch für uns spricht mit 3 Punkten, an jedem Spieltag ist doch das ja ein richtig, richtig geiles Ding. Eine kleine Randnotiz noch, Jungs. Ich hatte ja die Prüfungsphase ganz, ganz kurz einmal. Hier ist er, der Gesellenbrief. Also, Prüfung bestanden, Mit Ausbildung AD. einem Sieg vom HSV ist das Wochenende natürlich gerettet und er stand hier am Freitag und der Postbote kommt hier nicht an. Ja, also was für ein Theater und er sollte am Freitag ankommen und der Postbote kam und kam nicht. Und du warst nervös, ne? Um das mal als Randnotiz mal mitzuteilen, so kannte ich meinen Sohn auch noch nicht. Alle 2 Minuten tragische Musik übers Handy gehört und aus dem Fenster geguckt. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Und dann kommt der Postbote mit diesem Kuvert. Ja, und dann brannte hier Freitag die Hütte. Definitiv. Also das am Rande. Wir haben eine Menge zu feiern. Sowohl Gesellenbrief als auch natürlich unseren HSV. So sieht's 3-1, aus. Tabellenführung weiterhin ausgebaut. Wenn man mal, gut, Kiel hat heute gewonnen, glaube ich. Ist dabei geblieben, glaube ich. Souverän. Aber Düsseldorf hat Federn gelassen. Habe ich auch im Tippspiel. Ihr könnt gerne mal ins Tippspiel gucken. Wer da ganz oben steht, Bäm! Ich glaube, das ist Fadi. Vielen, vielen Dank. Vielen, Genau. vielen Dank, Jungs. Was? Dass ich oben stehe? Nee, für die Glückwünsche. Ach so, die Glückwünsche. Ja, komm, du bist ja jetzt Geselle. Jetzt ist es ja auch vorbei und jetzt ist das ja auch irgendwann mal erledigt, Jetzt wird ne? Das Geld Thema. gescheffelt, Jungs. Jetzt Jetzt wird wird Geld. richtig Geld So ist es. Es gescheffelt. wird Geld verdient. Vom Aber Hungerlohn weg, hier ist nichts mehr mit steuerfrei und illegal. Ne? Jetzt werden richtig Steuergelder gezahlt. Jetzt geht
Die Hälfte knapp ab, Alter. Da kannst du von ausgehen. Aber so ist das. Vater Staat schenkt einem gar nichts. Nee. Aber was wir heute geschenkt bekommen haben, sind 3 Punkte, Alter. Das sind 3 Punkte. 3 wichtige Punkte. Wir haben aber nicht geschenkt bekommen. Für das Saisonziel. Ja, aber wir als Fans haben sie geschenkt bekommen. Ja, die Truppe hat sie hart erarbeitet, aber wir als Fans haben wir doch einfach nur ein richtig geiles Wochenende verdient. Jetzt mit dieser Leistung. Fadi, wir können es jetzt nochmal wirklich nochmal erstmal verdammt geil, dass ihr so aktiv im Chat seid. Freut uns natürlich riesig. Fadi, lass einfach nochmal so das Spiel Revue passieren. Gib einfach mal wieder, was du gerade fühlst. Nimm uns mal mit auf die Reise des Enthusiasmus. Oha. Meine Worte. Also ich kann euch zumindest mit kurzen Worten meine Gefühlslage mitteilen. Ich glaube, da spreche ich aber für 99% aller HSV-Fans. Es ist einfach gerade eine geile Zeit. Ich glaube, du hast jetzt 9 Spiele nicht verloren. 9 Spiele am Stück nicht verloren. Das rote Trikot sitzt mit jedem Tag besser und enger. Das ist einfach die Wohlfühlphase, die wir im Moment haben. Und ich glaube, jeder schaut im Moment den HSV einfach unheimlich gerne. Also wir haben jetzt die letzten 3 oder 4 Spiele jetzt mit mindestens 3 Toren zu Hause abgeschlossen. Das heißt, wir machen auch die Buden. Wir haben 12 Torschützen, unterschiedliche Torschützen am Stück. Was ist denn mit dir los, Junge? Bist du ganz nervös, ne? Und was kann es da noch geben, als so ein geiles Gefühl zu haben, als Tabellenführer runterzuschauen? Ja. Die Leistungen stimmen Woche für Woche. Und wenn sie mal nicht stimmen, dann holen wir trotzdem vielleicht im Moment noch einen Punkt. Ja, aber nichtsdestotrotz richtig, richtig geil. Riesenkompliment an die Truppe, an den Trainerstab und das Umfeld. Ihr seid im Moment einfach der Hammer. Ich bin glücklich und ich glaube, da spreche ich für so ziemlich jeden. Also es ist eine geile Nummer. Also man kann es auch gar nicht großartig beschreiben. Ich fühle mich im Moment, mit knapp 50, fühle ich mich im Moment wie 25. Das ist eine Verjüngungskur, die der HSV im Moment auch vermittelt. Und damit gehe ich gerne weiter den Weg, ganz klar. Christoph Wallo schreibt rein, nach dem 2-0, hätte ich mir das 3-0 gewünscht, dann wäre Schluss aus Nikolaus gewesen. So ist das. Klar, das kann man sich so ein bisschen ankreiden, wenn man überhaupt was finden möchte. Für mich aber heute wieder ein Zeichen von Daniel Thun, der halt sofort eine Lösung weiß. Klar, Toni Leistner verletzt, Moritz Heier ersetzt, Onana kommt dafür rein, der das im Zentrum auch richtig gut gemacht hat. Und du hast es Paderborn heute auch einfach schwer gemacht. Du hast es Paderborn auch richtig schwer gemacht, diesen Konterfußball zu spielen, weil sie gingen ja hoch, sie liefen ja wirklich hoch an, haben sich dann phasenweise ein bisschen zurückgenommen. So habe ich sie ja auch erwartet, dass sie am Anfang direkt raufgehen, mal antesten, was macht der HSV überhaupt. Und aus diesen Pressing-Situationen ist der HSV sehr, sehr gut rausgekommen. Also du hast wirklich Bälle auch in die Tiefe spielen können. Bakary Yatta über rechts, Sonny Kittel über links, viele, viele Male durchgestartet. Gute Flanken, gute Hereingaben, was dann ja auch mit dem Tor von Sonny Kittel, seinem zweiten in der, sein Tor... Jetzt kam ich gerade ein bisschen durcheinander, aber wo Yatta schön auf Terodde, der schön mit dem Rücken zum Tor, legt ihn zurück auf Duciak und der hat das Auge noch und legt ihn links raus auf Kittel. Ja, und der macht dann mal ganz locker, lässig ins lange Eck rechts, aber auch wieder über außen gespielt. Und das hast du heute richtig gut umgesetzt. Einfach schön über die Flügel gespielt, den Gegner schön aufgefächert, sodass er richtig auch Lücken hatte im Zentrum, wo die Bälle rein konnten und dann nach außen gespielt worden konnten. Ja, und dann hast du auch in der Mitte einen Terodde, der zwar heute wieder nicht geknipst hat, aber der so unfassbar wichtig ist für diese Truppe. Absolut. Also wirklich, absolut. Was der an Spielern bindet, was er für unser Offensivspiel macht, auch wenn er nicht knipst, Gold wert, der Junge. Ja, ich würde sagen, kommt gerade der Kommentar, wir haben die 40 Punkte voll, somit ja, haben wir im Fan-Talk schon gesagt, wenn wir sie voll haben, können wir nicht mehr absteigen. Das ist safe. Aber gut, ja. Da ist, glaube ich, eine bescheuerte Anekdote als Tabellenführer mit 40 Punkten an 19 Spielen. Und das ist etwas Geiles. Aber es wird gewünscht, dass wir mal wieder auf die Kommentare eingehen. Es sind viele und werden immer mehr, die hier geschrieben werden. Geh doch einfach mal ein bisschen drauf ein. Und Mauli hat ja raus, schon ein bisschen rumgemault. Ja, Jungs. Geht mal auf alle Kommentare ein. Auf alle können wir natürlich nicht eingehen, aber natürlich, auch das machen wir heute natürlich. Wo sind die Biere heute? Muss gefeiert werden. Fadi trinkt gerade noch so schön seinen Karottensaft. Ja, ich habe hier heute Karottensaft. Ich habe gefühlt noch von gestern ein Glim. Vom Feiern, ja. Hab ein bisschen gefeiert noch mit meinem Kollegen. Ja, einfach Geselle jetzt.
Ausbildung bestanden, natürlich feiert man das auch standesgemäß, aber natürlich machen wir uns nachher auch ein schönes Bierchen auf zur Feier des Tages, weil das darf auch überhaupt nicht fehlen. Atuba fragt, Fadi, am Ende des Streams, haust du einen Atuba-Tanz raus? Ja, wie soll der noch raus, du? Weiß ich nicht. Der ist ganz besonders. Der hat doch mal irgendwie so den Hula Hop gemacht, ne? Ja. Ja, mal gucken. André B. schreibt, ihr beiden, euer Licht blendet etwas. Nächstes Mal vielleicht etwas dunkler einstellen. Fadi, kannst du ja mal kurz die Blende verstellen, dann kriegen wir das doch hin, lieber André. Christoph Wallo schreibt rein, wenn mit Terodde nicht schleunigst verlängert wird, dann kommt noch das böse Erwachen. Ja, natürlich, auch da warten wir natürlich. Jo, passt schon, Digi. Ja, aber da warten wir natürlich auch noch auf eine Vertragsverlängerung. Auch das sind natürlich Themen für den Mittwoch. Mittwoch immer unser HSV-Fan-Talk. Ihr kennt es, ihr schätzt es, ihr wisst es. Aber wieso habe ich rot? Wieso bin ich so rot, Junge? Ja, Digi. Digi, habe ich Fieber oder was? Joey25, herzlichen Glückwunsch, Jano, für deine bestandene Prüfung. Vielen, vielen Dank. Nils Eck schreibt rein, hätte, denke ich, Jatta 10 Minuten früher rausgenommen, wirkte müde, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Genau, einfach Wechsel anzeigen, beziehungsweise sagen, wenn es nicht mehr geht, dann natürlich Bescheid sagen, weil Jatta einfach unfassbar viel geackert hat, viel gelaufen ist und fürs Team sich eingesetzt hat. Unfassbar geil. Besser? Besser. Christoph Wallo schreibt rein, so langsam fängt Faddis Trikot wieder an zu stinken, aber das wollen wir ja so. Ja, blau, ja, das sieht doch kühler aus. Natürlich, ne? Natürlich. Kannst du hier nicht rot sitzen, kein Bayern-Stream hier, ne? Oder? Ja. Geil. Milan schreibt rein, und auch defensiv arbeitet Terodde sehr gut mit. Immer ganz, ganz wichtig, gerade natürlich auch bei gegnerischen Standardsituationen. Der Junge hat einfach eine Kopfballwucht, der hat eine Lufthoheit, würde ich jetzt mal fast sagen. Unfassbar wichtig, der Typ. Heiko Lüth, auch mit dabei, der schreibt, Terodde ist ein klasse Typ, wie der mitgeht und immer alle pusht. Einfach geil. Ja, und das ist das. Ja. Die Jungs fighten, Sonny Kittel heute auch, bestätigt seinen guten Aufwärtstrend. Und der ist einfach da. Der ist auch körperlich da, endlich. So haben wir uns ihn, glaube ich, alle gewünscht. Und der Junge macht im Moment einfach nur noch Spaß und belohnt sich sogar noch selber mit 2 Toren. Ich glaube, der Jubel von der ganzen Mannschaft bei Sonny Kittel Freistoßtor hat doch gezeigt, das ist eine Mannschaft und ich glaube, jetzt haben wir eine reife, eine solide und natürlich auch eine richtig, richtig geile Mannschaft, die zusammenhält und die eingeschweißt sind. Wie so ein Schweißgerät, Digi. Weißt du, was du hier, ein Laminiergerät, was du hier mal gekauft hast, weißt du? Habe ich verstanden. Laminiergerät. Genau. Du hast eigentlich deine an der Mütze. Aber gut, war ja deine These. Entscheidend ist, genau, und du hast es gerade so schön angesprochen, du merkst, bei den Toren gehen alle hin zum Feiern, ja? Und diesen Team-Spirit, und ich denke, der wird auch von dem Trainerteam gefordert werden, ja? Dass du da einfach auch, dass da jeder hingeht und ihn abfeiert, den Torschützen, oder der ihn aufgelegt oder was auch immer. Die haben ja im Moment viel zu feiern durch die Buden. Ja. Hast du aber in der Vergangenheit so nicht gesehen. Und das hat sich verändert in den letzten Wochen, ja? Und das ist, da kommt und wächst ein extremes Team zusammen, muss ich wirklich sagen. Und ich habe vorhin noch gesagt, während des Spiels, du musst dich mit solchen Leistungen auch in der ersten Liga überhaupt nicht verstecken. Also nein, selbst wenn es dann dazu kommt, wovon ich jetzt mittlerweile langsam ausgehe, dann wirst du gewappnet sein für die auf erste jeden Liga. Fall. Ne? Also du wirst sicherlich, gut, aber das ist Zukunftsmusik, aber du musst dich nicht verstecken. Die haben heute wirklich einen tollen Ball gespielt, Paderborn gut mitgespielt am Ende, aber du warst wieder zwingend und dominant. Ja? Du hast immer mal eine kurze Auszeit genommen, na klar, kannst auch nicht 90 Minuten anlaufen. Aber du hast es dann auch souverän nachher am Ende geleitet. Ganz auf klar. Jeden Fall. Philipp S. ist mit dabei und er schreibt, ist schon ein bisschen her, aber wir wollen trotzdem noch mit drauf eingehen. Er schreibt, hey ihr Bein, drückt ihr morgen den KSC die Daumen beim Spiel gegen den VfL Bochum? Natürlich drücken wir den Karlsruher Sportclub die Daumen. Natürlich direkter Konkurrent der VfL Bochum, aber natürlich auch Karlsruhe. Ein sehr, sehr sympathischer Verein. Klar, aber auch da werden wir natürlich morgen schön die Füße hochlegen, schön ein bisschen die zweite Liga gucken, die erste Liga natürlich auch, spielt gerade sogar schon, also da auch das hat angefangen, auch das werden wir gleich nochmal schön genießen zusammen und dann runden wir natürlich den Spieltag auch schön ab. Ja, aber Fadi, man muss ganz ehrlich sagen, Mauli schreibt gerade oder hat reingeschrieben, so ist richtig, Jungs. Mauli, 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 du. Mauli, du. Mauli, Mauli. Ja, läuft der Hase. Ja, aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat Eilof Schlager auch noch reingeschrieben, die Chancenverwertung war nicht so gut. Klar, viele Chancen auch liegen gelassen. Man kann es aber wieder positiv ausdrücken. Du hast ja heute viele Großchancen auch rausgespielt. Ja. Natürlich kann nicht jeder Ball reingehen. Terodde hat ja auch noch mal 1, 2 gute Bälle auf dem Fuß gehabt.
wo er im 1 gegen 1 dann am Torwart gescheitert ist. Aber man kann immer was Negatives sagen. Du kannst aber auch aus diesem Negativen was Positives rausziehen, indem du sagen kannst, ja, aber du musst dir erstmal auch diese Chancen erspielen. Und ein Glück kann man, oder ein Spielglück kann man auch erzwingen. Und das ist das mit guter Leistung und die Chancenverwertung. Ja, gut. Dran arbeiten, weitermachen, dann lass die Jungs mal am Montag nur aufs Tor schießen als Belohnung. Und dann ist der Sack dann auch zu, oder? So ist das, ganz genau. Ja. Heiko Lüth schreibt, Herr Rotte ist nicht nur auf das Geld aus und er wird wissen, was er am HSV hat. Ja, ich glaube, dass er sich im Moment natürlich derzeitig sehr wohl fühlt in der Rolle und beim HSV natürlich mit der Truppe gemeinsam. Es ist immer leichter, wenn du Erfolg hast natürlich, dann spielt einen das auch ein bisschen in die Karten und wenn er dann auch noch die Buden macht, ja, und dann auch noch die Torjägerliste anführt. Also es läuft dieses Jahr alles so ein bisschen runder als noch wie vor den 2 Jahren zuvor. Das kann man nicht anders sagen. Ja, es stimmt einen einfach irgendwo jede Woche positiv. Auch wenn mal wieder vielleicht die eine oder andere Klatsche kommt, Banane. Aber man merkt, da wächst jetzt was zusammen. Ja, und deshalb, ja, wir brauchen uns für nichts verstecken. Und auch das nächste Spiel wird jetzt schon wieder angegangen am Montag. Wird man sich wieder drauf vorbereiten. Also da geht auch wieder einiges. Klar. Fitz 040 schreibt rein, wir haben Jonas Bolt, der wird uns schon gut aufstellen für die Bundesliga. Darauf antwortet noch Nils. Bolt ist Gold wert. Absolut. Ist er. Absolut. Ich weiß nicht, ihr habt, denke ich, auch alle das Spiel gesehen. Natürlich die Vorberichterstattung. Da war der gute Jonas dann auch noch mit von der Partie, hat ein Interview gegeben. Und ja, ich wisst es alle, der Machtkampf im Präsidium, etc. Wollen wir jetzt gar nicht mit anfangen. Aber seine Aussagen klingt einfach geil. Haben er kann Hand sich gut Fuß. Artikulieren. Haben Hand und Fuß. Ja, haben Hand und Fuß, Fadi, du sagst es. Und der hat einen ganz, ganz klaren Fahrplan, wo es mit dem HSV hingeht. Und ich glaube, mit ihm und mit dem ganzen Trainerteam, Trainerstab, alle Leute, die einfach dafür sorgen, dass die Jungs performen können am Wochenende. Ja. Ich glaube, das funktioniert. Und wir sind mittlerweile eine richtig, richtig gute Mannschaft geworden. Wir sind auch reifer geworden. Und natürlich muss man ganz klar sagen, es macht richtig viel Spaß. Es macht einfach nur noch Spaß, diesen HSV-Spiel zu sehen, weil man sie einfach kämpfen sieht. Absolut, ne? Absolut. Bin ich bei dir. Läuft. Und Mike Ewert schreibt rein, Terodde will nächstes Jahr beweisen, dass er auch in der ersten Bundesliga knipsen kann für unseren HSV. Ich glaube, das möchte er. Ich glaube, er möchte es jedem Kritiker nochmal beweisen. Aber ich schätze ihn auch so sein. Er konzentriert sich ja Stück für Stück, werden seine Ziele abgearbeitet. Und da wird man sehen, wo die Reise hingeht. Natürlich muss der Vertrag noch verlängert werden, alles drum und dran. Und natürlich der Aufstieg erstmal geschafft werden, damit er sein Ziel, erste Liga, auch nochmal Tore knipsen, erreichen kann. Ganz, ganz klar. Ist auch nur eine Momentaufnahme jetzt, ne? Also man muss ja schauen, wie läuft es denn weiter. Ich denke, dass Bohl jetzt schon mit einigen Transfermöglichkeiten auch schon für die neue Saison abwiegt und auch in Verhandlungen steckt. Also da werden die sich mit Sicherheit austauschen. Klar. Und mal sehen. Also ich denke, jetzt wird nicht mehr viel gehen in der Winterpause. Du hast eigentlich keinen Bedarf großartig, hatten wir auch schon analysiert. Anscheinend geht auch keiner mehr ab. Vielleicht Jung noch am letzten Tag, aber das glaube ich jetzt auch nicht. Er hat heute auch wieder gespielt. Ich denke, die werden mit dem Kader durch die ganze Saison gehen und schauen, was dann am Ende rauskommt. Genau. Ja. Und dann haben wir nochmal die Tabelle für uns, für euch. Natürlich der 19. Spieltag. Wir haben jetzt die 40 Punkte, wie gesagt, dann auch erreicht. Tore haben wir die meisten in der Liga geschossen mit 43. Richtig gute Statistik. 22 Gegentore. Somit haben wir eine Tordifferenz von 21 Butzen. Ich glaube, das lässt sich gut sehen da oben. VfL Bochum spielt ja dann morgen noch. Holstein Kiel auch gewonnen, ist bei 36 Punkten, 4 Punkte hinter dem HSV. Die Frage von Yannick, was glaubt ihr, kann Holstein Kiel in dieser Saison erreichen? Ja, ich glaube, auf jeden Fall werden sie eine Menge Selbstbewusstsein mitnehmen aus dieser Saison. Und selbst wenn es der Aufstieg dieses Jahr nicht klappen oder wenn das nicht eintreten sollte, dass sie nicht aufsteigen, was ich denen schon zutrauen würde, weil sie einfach auch eine gute Saison spielen, warum auch nicht? Sie sind auf einem Level mit Bochum, Greuther Fürth ist auch nicht weit weg, spielen guten Fußball, ich traue denen eine Menge zu, ist aber natürlich auch noch ein weiter Weg. Aber das sind so die Verfolger, Greuther Fürth natürlich auch noch oben mit dabei, 35 Points auf dem Konto, also es ist schon relativ eng, Paderborn auf Platz 9 abgerutscht, 26 Punkte, auch für die ist natürlich noch alles drinne. Aber Fadi, deine Eindrücke jetzt mal ganz kurz nochmal, ich habe dich ja zum Spiel gefragt, da hattest du das angesprochen mit dem, wie du dich gerade fühlst, etc., Teamleistung,
Aber jetzt geh nochmal aufs Spiel ein. Was hat dir heute besonders gut gefallen vom Spielerischen her, wenn du das jetzt mal als Analyst sehen müsstest? Also geh jetzt mal komplett bitte nur aufs Spiel ein, nicht das Ganze drumherum. Wie hat dir der HSV heute spielerisch und kämpferisch natürlich auf dem Platz gefallen? Also erst einmal, das, was sie seit Wochen ableisten, haben sie heute wieder umgesetzt. Das Spiel gegen den Ball, schnelles Umschaltspiel auch. Duciak für mich, das im Zentrum, so etwas Laufstarkes, viele Bälle geholt, sich fallen lassen, Spiel schnell gemacht, dann wieder Ruhe reingebracht und auch gegen den Ball gearbeitet, viele Ballgewinne gehabt, nach Verlusten wiedergeholt die Bälle. Muss ich schon sagen, dass hier gerade das Spiel gegen den Ball, gegen den Gegner, Paderborn kam kaum ins Spiel. Also, und wenn du den Ball in den eigenen Reihen hattest, hat es mir sehr gut gefallen. Du hast immer wieder Lösungen gesucht und teilweise auch wieder über außen gefunden. Ja. Ja, und das war heute, glaube ich, auch wieder das Erfolgsrezept. Dann vielleicht auch mal, selbst wenn du über außen kamst, nachher viele Diagonalbälle, die angekommen sind, ja, die das Spiel dann neu eröffnet haben. All das sind neue Mechanismen, die sieht man derzeit und die funktionieren. Die hast du, ich sag mal, vor 2 Monaten noch nicht gesehen. Zumindest nicht in dem Umfang, wie es jetzt gespielt wird. Also für mich ist es heute eigentlich eine komplette Teamleistung. Ich könnte keinen rausheben, der jetzt extrem positiv war oder vielleicht auch negativ nicht so mitgemacht hat. Ich hab keinen gesehen. Ich denke, die erste Elf, die da auf dem Platz stand, die nachher reinkam, nahtlos ran geknüpft. Und danach für mich einen guten Part Ja. gespielt, musste ja rein durch Leistners Verletzung. Für mich absolut souverän auf der Sechs gespielt. Toll, was der Junge da abgeliefert Ja. hat. Von daher, also kann heute nichts Negatives sagen, will auch nichts Negatives sagen, steht mir auch gar nicht zu. Dafür war das Spiel einfach zu geil und zu souverän. So, und von daher, wie gesagt, Spiel gegen Ball, aber mit Ball auch Lösungen gefunden. Und zwar sehr viele, wenn man sich die Torschancen alle nochmal anschaut. Ja. Malte Karl Köhler. Schön, dass du mit dabei bist. Er schreibt Moin Moin und Grüße an euch. Vielen, vielen Dank. Ganz, ganz liebe Grüße zurück. Endlich Vielen dabei. Dank. Was für ein geiler Einstieg. Macht so weiter mit diesem Format. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Schön, dass du mit dabei bist. Mauli1887 hat eben auch noch reingeschrieben. Aue war aber auch schwach. Natürlich, man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Und das wissen wir als HSV-Fans, glaube ich, besser als jeder andere Verein. Das war natürlich auch mal innerhalb der Saison. Da können wir auch Vereine wie der FC Bayern München nennen, der in jeder Saison immer seine schwächeren Phasen noch hat. Das ist halt eben die Kunst. Die große Kunst der Konstanz, einfach da oben, so lange wie es geht und natürlich auch so konstant wie möglich eine Saison zu spielen, ist mit das Schwierigste, was du haben kannst, weil da, auch das sind nur Menschen und wir lügen uns doch alle nicht in die Tasche. Das ist ein extrem hartes Programm, was die Fußballprofis gerade spielen müssen. Das ist ein richtig krasses Programm, was die jetzt bis Mai dann auch bis zum Ende der Saison dann auch reinholen müssen an Spielen. Ja, Man of the Match, gibt's für dich ein? Man of the Match muss ich ganz ehrlich sagen. Achso, Mauli schreibt, nee, Gianni, ich meine, Aue war schwach gegen Fürth. Ja, okay. Alles, Gucci. Man of the Match, ja, gute Frage. Am liebsten würde ich natürlich das Team nennen, aber wenn ich einen rauspicken müsste, wäre das für mich heute natürlich nicht Sonny Kittel mit seinem Doppelpack, richtig gutes Spiel gemacht. Aber ich möchte heute einfach mal Jeremy Duciak nennen, der einfach unfassbar wichtig war heute in diesem Spiel, der viele Wege gemacht hat, gute Pässe, präsent gewesen. Und die meisten Man of the Match sind ja die Dinger dann auch knipsen. Aber Jeremy Duciak für mich heute Man of the Match. Wer ist es für euch? Schreibt es gerne mal in den Chat. Würde Ja. mich mal interessieren, wie eure Meinung ist. Wer war heute Man of the Match für euch? Ich denke, da werden die Meinungen auseinandergehen. Aber ist doch schwierig bei so einer Glanzleistung, die du so abgeliefert hast am Ende. Da jetzt wirklich dann, ja, dann ist es, glaube ich, auch noch mehr Ja. Sympathie wie alles andere, was denn jetzt noch mit einfließt. Ne? Aber wie gesagt, ich könnte so jetzt ad hoc keinen nennen, aber wenn, dann wäre ich auch bei dir, bei Duciak, weil ich glaube, das war heute die Achse und er hat sich aufgerieben da. Ne? Am Ende war er platt und ja, guck mal, geht auseinander. Ne? Man of the Match, Ambrosius, na klar, starke Leistung, Ambrosius wieder Innenverteidigung. Ja, ob Ja. vorher mit Leistner 20 Minuten oder eben halt danach auch mit Haier in der Innenverteidigung. Ulreich, genauso genannt, musste nur einmal oder zweimal bisschen mehr hingehen, ja, war jetzt aber auch nichts Zwingendes dabei. Starke Strafe und Beherrschung heute, kein Bock geschossen. Von daher passt alles, ne? Ja, 4:0 für 0.
bisschen Ironie auch mit dabei. Mir gefällt die zweite Bundesliga besser. Möchte eigentlich nicht in die Bundesliga. Die ist viel zu langweilig, ja. Ja. Kann man so machen. Kann man auch machen. Nils Eck ist auch bei Duciak. Ich glaube heute, natürlich, man kann auch einen Sonny Kittel nennen, der wirklich heute ein richtig gutes Spiel abgeliefert hat. Sich mit 2 Toren belohnt hat und einen ganz, ganz großen Anteil auch daran hatte, dass wir heute das Ding auch gewuppt haben. Mit 2 Dingern, ja. Ziehst du die ab, spielen wir heute 1-1. Aber darum soll es ja auch nicht gehen. Geile Körperhaltung wieder, ne? Also genau. Man merkt es, die Mann, heute war wieder richtig Spielfreude auch drin. Ja. Wie jetzt schon die letzten 2-3 Spiele, wo er wirklich sich komplett gewandelt hat. Nicht alles kann klappen, das klappt bei keinem. Aber das, was er im Moment so ein bisschen anpackt, das funktioniert im Moment bei ihm auch. Und ich freue mich ganz besonders für ihn, dass er so aus der Nummer rausgekommen ist. Ja, absolut stark. Das stimmt. Christoph Waller schreibt auch noch rein. Man kann keinen rausnehmen. Und das möchten wir auch nicht. Auch ein Tim Leibold hat heute wieder Meter abgerissen, 2 Kämpfe gewonnen gegen einen schnellen Mann da rechts außen. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber auch der war bockschnell und das musst du auch gut verteidigen. Also, man hat heute einfach gesehen, der HSV ist reif, eben nach einem Spitzenspiel gegen Düsseldorf 0-0, gefühlt das langweiligste Spiel in dieser Saison. Ist der HSV reif, wieder zu performen, sich gute Chancen rauszuspielen, ein Gegner auch nicht so wirklich ins Spiel kommen lassen, weil Paderborn, wie gesagt, das ist eine kämpferische Mannschaft und die wollte heute auch. Die hat Meter abgerissen, die hat die 2 Kämpfe angenommen und du hattest einen richtig starken Gegner heute, aber du hast einfach bewiesen, du warst heute einfach stärker. Du hattest die bessere Form auch gehabt und hast die Qualität, die du in den eigenen Reihen hast, auch wirklich auf den Rasen bekommen. Absolut. Das ist, glaube ich, ein gutes Resultat. Milan schreibt auch rein, Körpersprache ist momentan bei der ganzen Mannschaft top. Und das schreiben wir zu 100%. Nils Eck schreibt, glaube, Thun hat Kittel auch richtig behandelt, keine 70% akzeptieren, 100% fordern. Ja. Absolut richtig. Ja. Absolut auf den Punkt gebracht. Fitz schreibt, in der 2. Liga gewinnen wir öfters. Das mag sein, aber können wir weder Deutscher Meister werden, noch Europapokal spielen, noch Champions League. Nicht nächste Saison, aber da wollen wir ja irgendwann mal wieder hin. Das wäre schon eine schöne Geschichte. Irgendwann mal, ja. Klar. Naja, solange ich noch lebe, möchte ich das schon noch mal erleben, ja? Ja. Ja, ja. Ja. Anori schreibt, der Punkt aus dem Düsseldorf-Spiel wirkt heute noch wertvoller durch den Sieg heute. Klar. Gehst du da mit? Mhm. Absolut. Und somit bringt er das eigentlich auf den Punkt. Du hast mit bei einem schon fast Spitzenreiter oder Anwärter, hast du einen Punkt geholt auswärts. Und das ist absolut korrekt, ja. Und sie ziehen nicht nach, sie haben jetzt verloren gerade gestern, ne? Genau. Und somit hast du jetzt den Abstand wieder aufgebaut auf Düsseldorf. Aber Bochum ist sehr konstant, Holstein Kiel hat sich anscheinend auch wieder gefangen. Gut, sie haben jetzt gerade wieder einen Sieg eingefahren. Muss man schauen, du kannst nicht nachlassen, ne? Also, nee. Aber du wirst mit der Konstanz, werden sich die ein oder anderen sicherlich irgendwann verabschieden aus dem Rennen. Das wird klar sein, du hast wieder eine Dreiklassengesellschaft. Den Abstieg nachher, das Mittelfeld, was gerettet ist und die um den Aufstieg und den Relegationsplatz spielen. Ja. Das wird nun mal so sein. Malte Karl Köhler schreibt auch noch rein, wobei ich fand die Geste nach dem Spiel von Steffen Baumgart stark, als er alle vom HSV beglückwünschte. Toll gemacht. Für mich einer ein richtig sympathischer Trainer. Habe ich ja auch schon das Interview, oder stopp! Jetzt reicht es. Das Interview von Steffen Baumgart bei Sky in der Vorberichterstattung. Sehr, sehr sympathischer Typ. Richtig sympathischer Typ. Stand auch beim 3-1 immer noch an der Außenlinie und hat die Mannschaft mitgerissen in seinem dünnen Pullover, Alter, bei 0 Grad. Weiß ich auch nicht, wie das geht. Der glüht da draußen. Der glüht, aber der brennt. Der brennt für seine Mannschaft und das ist ein Trainer, wie ähnlich wie Daniel Thun, auch immer ohne Jacke im Pullover. Das sind Trainer, die brennen für ihre Mannschaft. Die stehen da draußen nicht mit so einem Handwärmer in den Taschen und machen da ein paar Notizen irgendwie auf dem Zettel oder auf dem Tablet, sondern das sind noch aktive Trainer. Und das macht, glaube ich, auch eine Mannschaft noch mal stärker. Wenn ein aktiver Trainer da außen auch wirklich Einflüsse und einen Einfluss auf die Mannschaft nimmt und die Mannschaft coacht, ist das, glaube ich, noch mal um einiges besser. Wenn du noch mal Lob von deinem eigenen Trainer bekommst, ist das immer was Geiles. Da geht der Kackstift dir eigentlich direkt in die Büchs, ne? Weil du einfach beflügelt bist, ne? Und das macht Spaß. Und
So eine Trainer liebe ich einfach. Ich höre dir so gern zu. So eine Trainer liebe ich auch. Einfach. Ja, die leben das, was sie tun. Ja? Und das vermitteln sie auch den jungen Spielern. Ja. Und das kann nichts Geileres geben. Und deshalb sage ich ja auch, du musst eigentlich die jungen Trainer ranlassen. Gut, so jung ist er jetzt auch nicht mehr. Aber das Alte nachher, so was du über Jahrzehnte, die sind alle ausgeraucht, verbraucht. Das brauchst du nicht mehr. Du musst junges Blut da ranholen an Trainern. Und das war ja, er war ja selber auch nicht der geschmeidigste und entspannteste auf dem Platz. Der hat auch schon zugelangt, noch als aktiver Spieler. Also er war immer präsent, immer 100% auf dem Platz. Das versucht er heute als Trainer genauso umzusetzen. So sieht's aus. Ich sage auch, finde ich richtig gut, was er da umsetzt. Allerdings mit der These gehe ich nicht so mit, dass das jetzt gut ist, was er da aufbaut. Denn er ist ja immer ein Absteiger aus der Bundesliga. Weißt du, wie ich meine? Und ob du dann so mit dem zufrieden bist, Platz 9 jetzt in der zweiten Liga, weiß ich nicht, ob die Ansprüche vorher anders gestrickt waren. Aber ich glaube, auch er erkennt, dass die zweite Liga nicht einfach zu bespielen ist. Und das merkst du dann, ne? Auf jeden Fall. Der nächste Gegner ist ja dann auch schon Freitag gegen Erzgebirge Aue. Auch wieder ein guter Gegner. Da werden wir natürlich im Fan-Talk, wie gewohnt, natürlich mit euch zusammen am Mittwoch drauf eingehen. Baumgart ist wohl auch HSV-Fan als Kind. Also noch sympathischer. Was für ein Sinn. Wird dir gerade reingeschrieben. Hanori schreibt auch noch rein, die nächsten 5 Spiele werden sehr entscheidend sein, inklusive Derby und das Fürth-Spiel. Da sieht man, wer am Ende noch auf der Hochzeit tanzt. Vater sagt es richtig. Ja. Also ein Lob für dich, Digi. Vielen, vielen Dank. Ganz genau. Liebe Grüße von Jannis aus Buxtehude. Dann gehen natürlich auch ganz liebe Grüße nach Buxtehude Retoure. Schön, dass du mit am Start bist, Jannis. Vielen Dank. Das ist die kleine Retourkutsche, ne? Für was? Für alles. Ja. Hast du dir auch wortwörtlich verdient heute, ganz alleine. Wobei, du warst still heute, ne? Du warst schon zufrieden beim Spiel. Stiller Beobachter und ich war sehr, sehr zufrieden. Ja. Klar. Aber gibt es jemanden, der mit irgendetwas unzufrieden ist, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare rein. Kann ja nichts geben. Nee, fordere das gar nicht erst, weil es kann ja nichts geben. Nein, nein, aber ich glaube, Kritik ist immer ganz gut. Und wenn jemand was Negatives hat, kann das gerne mal reinschreiben von dem Spiel. Würde mich echt mal interessieren, weil außer vielleicht die Chancenverwertung, die man vielleicht nennen könnte. Aber ansonsten hast du, glaube ich, ein Spiel gesehen vom HSV, das richtig gut war und das Lust auf mehr macht. Absolut, absolut. Gott sei Dank sind die Wochen kurz, ja, sodass wir im Moment viel, viel Fußball haben und verwöhnt werden. Ich genieße die Zeit gerade und lässt sich natürlich auch leicht sagen, wenn man ganz oben steht und Woche für Woche natürlich auch die Punkte einfährt. Klar, da geht es anderen Mannschaften ganz anders, aber das ist Luxus, was wir hier gerade haben als HSV-Fan. Ja, ja. Es läuft wieder rund. Atuba grüßt aus Gießen, ganz, ganz liebe Grüße zurück. Atubi. NHP schreibt rein, wichtiger Sieg, Paderborn war stark. Ja, und das waren sie. Ganz genau. Das waren sie. Ja, ne? Hast richtig du auch guter ganz Gegner. Am Anfang erwähnt, guter Gegner, gut gegengehalten. Genau. So machen Spiele Spaß. Es war wirklich sehr laufintensiv, das Spiel. Ja. Ging hin und her auf beiden Seiten, allerdings dann schon die zwingenderen Chancen auf unserer Seite. Und somit auch absolut verdient vom Sieg her. Na klar. Ganz klar. Aber nochmal großen Respekt an die Paderborner. Macht weiter so. Ja, ich weiß, es ist nicht einfach. Ist ja so ein. Absolut. Die sind, glaube ich, schon in einer echt schwierigen Situation. Als Absteiger natürlich hast du die Ambition, aber das ist halt ein Verein, was immer Höhen und Tiefen hat. Und ich glaube, das ist als Fan auch immer nicht so einfach, wenn du dein Verein auch nicht so einschätzen kannst. Du steigst mal auf, mal ab, mal auf, mal ab. Für einen Trainer natürlich auch nicht einfach. Ich glaube, der ist seit 2017 da, hat auch schon alles miterlebt. Aber trotzdem nochmal großen Respekt, mach weiter so. Und so macht Fußball einfach Spaß, wenn auch beide Mannschaften mitspielen wollen und es ein offener Schlagabtausch ist. Heute war der HSV einfach vielleicht ein bisschen besser. Oder sie waren besser, aber trotzdem möchte ich hier nochmal sagen, großen Respekt an den Gegner heute. Ne? Ja, HSV Dino schreibt, negativ war nur die kurze Phase vor der Halbzeit, da war man zu passiv. Ja. Genau, da gebe ich dir auch zu 100% recht, habe ich oben auch angesprochen. Du hast sie wieder eingeladen, auch ein bisschen am Spiel teilnehmen zu lassen. Wie gesagt, du kannst nicht 90 Minuten Gas geben, das ist natürlich schwierig. Mhm. Der Boden jetzt nach dem Schnee war der sehr tief, auch der Boden. Denn die Nässe ist ja komplett im Boden, also sehr seifig. Boden, ich habe mich heute beraten lassen, das ist ja keine Bodenheizung, sondern eine Rasenheizung. Nee, keine Rasenheizung, sondern eine Bodenheizung. Okay. Keine Rasenheizung. Okay. Genau. Also. Hast du dich beraten lassen? Nee, hab ich gehört. Bei Dena oder was? Nee, habe ich im Clubhouse Talk, also Clubhouse, wer es nicht kennt, ist eine geile App. War der HSV heute mit einem Podcast, wo 4, 5 gute
Jungs, unsere Stadionsprecher auch mit am Start war, die da dann auch teilweise die Fans dann mit reingenommen haben in den Podcast. Wer es nicht kennt, Clubhouse heißt die App und da ist der HSV sehr aktiv vertreten mit den Jungs drumherum. Also ja, hat mir sehr gut gefallen und da hatten sie das gerade als Thema. Genau, Anori schreibt auch noch ein, wir müssen schauen, dass wir nicht so oft in die Konter fahren, da unsere Außenverteidiger schon hoch spielen. Andererseits bekommen wir so erst den Druck in die gegnerische Box, genau. Ja. Also du hast ja immer Gefahren in deinem eigenen Spiel. Wenn du individuelle Fehler machst und du stehst hoch an der Mittellinie, eigentlich schon mit den Innenverteidigern oder mit der letzten Kette, dann ist es immer eine Gefahr, auch bei eigenen Fehlern, dass du dann in deinen Konter rennst und natürlich auch ein Gegentor bekommst. Andererseits kannst du dann wieder was sagen, und zwar, dass du Druck auf den Ball ausübst, dass du dir Chancen auch wirklich verdienst mit diesem Druck. Und die Räume halt automatisch in der gegnerischen Hälfte halt ziemlich eng machst. Aber ja, sei es drum. Hassan Dino schreibt auch, ansonsten gute Leistung von Marson, gibt nicht viel zu kritisieren. Und genau, ich denke, das ist auch nicht so. Mauli schreibt, Mauli 1887, ist euch aufgefallen, dass Heil nicht mehr im Kader war, sondern Quarteng dieses Mal? Genau. Scheint ein guter Konkurrenzkampf in der Truppe zu herrschen. Ja, hatte ich im Podcast schon gehört, dass Heil heute nicht auf der Bank ist und Quarteng dafür im Kader steht. Ja, ich finde es gut, auch wenn er nicht zum Einsatz kam heute, dennoch schon mal geschnuppert und die Bank eingenommen, ja, einfach mal mit ganz dicht dran dabei zu sein. Das ist das, was wir ja auch letzte Woche im Fan-Talk wieder gesagt haben. Ich will die jungen eigenen Spieler sehen, dass die rangeführt werden und erstmal auch die Luft wieder mitnehmen. Weißt du mal, so die Hafenluft, dicht, ne? Die Hafenluft, Junge, so dicht dabei. Das ist geil. Und wenn du dennoch noch einen Sieg einfährst am Wochenende im eigenen Stadion und sitzt das erste Mal so richtig wieder auf der Bank, das ist schon eine Nummer, ja. Also das kann man nur feiern und das finde ich wieder geil, dass Tune das in der Form auch so umsetzt. Ja. Einfach auch mal die Jungs da im Training dann belohnt für ihren Einsatz und sie dann am Ende mit in den Kader nimmt, ja. Ob es dann mal für einen Einsatz langt, ist immer dahingestellt, ist ja auch Spielverlauf. Ich sag mal, wenn du heute vielleicht vorher schon das 4-1 gemacht hättest, hätte er ihn vielleicht mal gebracht. Ja, aber so war dann auch immer noch der Standard gerade mit Hand. Auch die trainieren ja alle hart, sind alle drin im Thema, der dann im Nachgang noch kam und Gideon Jung kam ja auch noch. Ne? Und ich finde es dann auch gut. Anscheinend, habe ich auch noch gesagt, anscheinend bleibt Gideon Jung bei uns. So schaut es im Moment aus, dass man ihn nicht abgibt. Ja. Sonst würdest du ihn jetzt kaum noch spielen lassen und das Transferfenster schließt ja in Kürze. Also ich glaube nicht, dass er uns verlassen wird. Von daher ist er ein Teil von uns und da freue ich mich dann am Ende auch ganz besonders drüber. Und ich glaube, da haut er im Training auch richtig rein, um sich dann am Wochenende auch diese Zeit dann auch reinzuholen. Ganz klar. Super Junge. Malte hat auch noch reingeschrieben, ich denke, die letzten 5 Minuten der ersten Halbzeit waren alle am Schwimmen. Und als Ulreich den Versuch der Paderborner beim Stand 3-1 weggefaustet hat, da hätte es eng werden können, ja. Also wie gesagt, Paderborn war auch gut dabei, hatten auch Chancen natürlich, aber Ulreich natürlich auch, wenn er gebraucht wird, war heute da. Auch wieder 1-2 richtig gute Dinger da rausgefischt, immer präsent in der Box und ich glaube, der hat sich heute auch ein richtig dickes Lob verdient. Natürlich nicht zu 0 gespielt, Living in the box, baby. Atuba schreibt auch noch rein, 11 Hafenarbeiter müsst ihr sein. Und ich glaube, das ist auch ehrliche Arbeit. Sie ackern, sie rackern, sie machen und tun. Und da spürt man einfach diese Geilheit bei den Spielern. Und ich glaube, jetzt hat auch der Letzte verstanden, dass wir aufsteigen wollen. Jetzt gibt es nur noch ein Ziel, nämlich der Aufstieg. Und mir ist das im Endeffekt egal, ob als Erster oder Zweiter. Aber wir müssen da hoch. Und wir verdienen uns das auch langsam. Woche für Woche. Alter! Nur der HSV. Geil, vielen Test Request. Nur der HSV. Schön, dass ihr. Oder nicht, dass ihr. Danke dir, Junge. Sag doch was, Junge. Was soll ich denn sagen? Ich kenne doch deine Sätze nicht, Junge. Du fährst doch hier deinen Fahrplan, Junge. Oder? Oder? Vielen Dank, Test McWest. Test McWest. Sehr lecker. Ehrenmann. Ja. Anuri schreibt Meinung zu Jörg, The Hammer Alberts hatte die Tage Geburtstag und gab auf HSV TV schöne Rückblöcke. Junge. Rückblöcke, Jede. Was ist denn los mit dir? Rückblöcke, Jede. Rückblöcke, Junge. Rückblöcke. Ja. Middies schreibt rein, schön, dass du erstmal dabei bist. Und er schreibt rein, denke, uns kam heute das Fehlen von Leistner entgegen. Für das Tempo vorne von Paderborn wäre das ohne Haier nicht gut
für uns ausgegangen, sah man auch bei der Aktion vor der Verletzung. Ja, also wie gesagt, die hatten natürlich auch schnelle Spieler da vorne, keine Frage. Aber das haben andere Spieler auch gehabt, gegen die wir gespielt haben. Da sah Toni Leistner auch alles andere als schlecht aus. Wird uns aber fehlen, der Junge. Der wird uns extrem fehlen, weil der eben über Wochen richtig gut performt hat. Ja, absolut. Aber hoffen wir erstmal, dass nichts Schlimmes ist, dass er vielleicht nur ein, zwei, maximal zwei, drei Wochen weg ist und dann ist er wieder da. Vielleicht auch nur eine Woche, ist ein harter Kerl, Junge. Klar. Das schüttelt er nachher ab, lässt sich das rausmassieren und dann ist das weg. Richtig. Also dann gibt es einen dicken Knutscher von Töchlein und Frauchen und dann geht es weiter, oder? Das ist so ein Kerl, Junge. Kerl das wie ein ist Baum. Ein Kerl. Ja. Das ist ein Kerl. Das ist richtig. Der jammert nicht rum, der geht doch selber vom Platz. Ja, natürlich, der braucht kein Betreuer da, Alter. Kaum keiner. Aber ja, hast du auf jeden Fall auch teilweise echt recht. Middies. Hasso schreibt, bin ich für euch, Yannick haut sie weg. Ja, also Kiel am kommenden Dienstag Pokal gegen Darmstadt und Kiel, da drücken alle bitte die Daumen. Für den Norden, ja. Ja. Ganz, ganz viel Erfolg euch dann im Pokalspiel. Ihr habt euch das verdient mit dem Sieg gegen Bayern. Jetzt steht ihr da gegen Darmstadt. Und ihr könnt, glaube ich, ein Stück weit Clubgeschichte schreiben. Wir drücken die Daumen. Nee. Nee, habe ich nicht. Das sind doch die Nachwirkungen von gestern, ne? Ja, das schon eher, ja. Anori hat eben noch was Schönes geschrieben. Genau, Meinung zu Jörg the Hammer. Alberts, genau, er hatte in der Woche Geburtstag gehabt und hat wohl im HSV-TV schöne Rückblicke gesehen. Ja, ja. Was auch immer. Ich habe sie nicht gesehen, aber Ali Alberts ist ja Weltklasse an dieser Stelle persönlich verewigt. Happy Birthday, alles Gute nachträglich, Ali. Ja, Ali war in der Welt, ne? Also, um das mal ganz kurz Revue passieren zu lassen. Ja. Geschichte, ne? Das war der Hammer. Ne? Der Hammer. Ja, 40, 50 Meter, da hat er aus dem Fußgelenk, hat er die oben rechts im Winkel gezimmert. War schon Ausnahmespieler, bevor er dann auf die Insel ging. Ne? Ja. Middies schreibt rein, wo feiern wir bei dem Aufstieg? Oder wo feiern wir beim Aufstieg alle zusammen? Ja. Der Rathausplatz. Ja, das mit Corona. Gibt doch nichts anderes. Ja, doch, Corona gibt es. Ne? Also, bei 1,50 Meter, ne, nehmen wir die ganze Stadt ein, die da alle kommen. Das glaube ich auch. Also das werden die kaum verhindern können. Wird man sehen. Ja, da wäre ich auch dabei. Also definitiv Aufstieg. Wird man sehen. Wird man alles Rathausplatz. Sehen. Rathausplatz. Ja. Aber Jungs, ich denke, die Stimmung ist gut, richtig gut. Samstag wieder 3 Punkte eingefahren. So kann das Wochenende doch auch beginnen. Gleich werden wir noch ein bisschen Bundesliga gucken. Ich glaube, das war's so langsam zur Spielanalyse. Wenn ihr noch was Wichtiges habt oder vielleicht auch Unwichtiges, was ihr einfach loswerden wollt, schreibt es sehr, sehr gerne rein. Wir freuen uns auf jeden Kommentar, jeden Beitrag von euch. Da freuen wir uns einfach drüber. Also haut gerne nochmal Fragen, Anregungen, Kritik, irgendwas in den Chat, was ihr loswerden wollt. Und dann gehen wir nochmal gemeinsam drauf ein. Christoph hat zum Beispiel was, Fadi würde auch alleine zum Marktplatz gehen. So ist das. Mein Vater, Sohn auf der Terrasse von Frikolix. Ja, also wenn ich die alle hinkriegen würde, dann würde ich das hier verewigen. Ne? Ja. Frikolix bei Vater, Sohn auf der Terrasse wäre natürlich ganz geil. Mit Bratwurst vom Grill. Aber selbst wenn das wäre eine Nummer. Ne? Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. So, also so ist ja noch ein bisschen aus. Und es wird geimpft, gemacht, getan. Von daher läuft mehr oder weniger, aber ja. Mehr oder weniger, ja. Ne? Aber ich sag ja, noch ist nicht aller Tage Abend. Ja, ne? klar. Und zur Not feiern wir hier bei YouTube den Aufstieg. Da gibt es hier eine richtig dicke Feier. Dann machen wir alle eine Aufstiegsparty, aber dann machen wir sie per Zoom, weil dann nehmen wir euch alle mit rein. Ja. Und dann haben wir auch Gesichter und dann feiern wir gemeinsam aus dem Wohnzimmer heraus die größte Zoom-Aufstiegsparty, die es je gegeben hat. Ja. Test McWest fragt, wie kommt man in euren HSV-WhatsApp-Chat rein? Ich habe leider kein Instagram, auch dafür werden wir dann eine Lösung finden. Schreibt mir eine Mail mit dem, schreibt mir eine Mail an, idealerweise info@hamburg1887.de. Schreibt die einmal bitte kurz rein. Ich hau sie hier mal gerne rein. Ja, wir machen das, hauen die mal kurz in den Chat, schickt mir eine kurze Mail. Ich richte noch eine für HSV Dino ein, das haben wir schon abgesprochen. Da kriegt ihr eine richtig schöne E-Mail. Habe ich aber noch nicht gemacht. Aber wenn ihr jetzt, schickt da eine Mail hin mit dem Nickname, den du hier im Chat verwendest und deine Rufnummer. Und dann schicke ich dir den Einladelink per WhatsApp.
Ich denke, HSV und Dino, das ist in Ordnung und überwacht das dann, klar. Oder an Thomas Krüger wenden, der hat sich gerade auch noch angeboten. Oder perfekt. Von daher, da kriegen wir schon auf jeden Fall eine Lösung. Jeder, der in die HSV-WhatsApp-Gruppe rein möchte, ist herzlich eingeladen natürlich. Alles Verrückte drin. Alles von Holstein, Verrückte. Kiel bis, wir haben alles drin, ne? Ja, aber da geht es natürlich auch hauptsächlich um den HSV. Ja, klar. Werden aber auch viele private Dinge mal ausgetauscht. Da werden viele andere Vereine auch mal unter die Lupe genommen. Also, wenn ihr Bock habt, so ein bisschen gefüttert zu werden, natürlich auch von einem Christoph Wallo, der da immer Podcasts, Artikel, was weiß ich nicht, raussucht, immer reinhaut, dass man eigentlich rund um die Uhr versorgt ist mit dem geilsten Verein der Welt, dann schickt doch gerne entweder eine Mail an uns, wenn ihr kein Instagram habt. Ansonsten HSV Dino bei Instagram Kontakt aufnehmen und dann seid ihr auch schon fast in der Gruppe. Der kümmert sich dann ein bisschen um euch und pflegt euch dann in die WhatsApp-Gruppe mit ein. Also, nur ein kurzer Tipp am Rande. Dietspril 1999. Gibri, Alter, sehr geil. Gibri. 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 Servus. 1999. Hertha-Fan wieder hier. Super Partie gewesen des HSV. Hab richtig mitgefiebert. Weiter so. Vielen, vielen Dank. Kann ich in die WhatsApp-Gruppe auch als Hertha-Fan rein? Klar. Alles vollkommen in Ordnung. Ich glaube, da ist jeder herzlich willkommen. Natürlich brauchen wir uns über die Benimmregeln nicht unterhalten. Ich glaube, das sollte selbstverständlich Schalke sein. Schalke führt in Bremen, ne? Das ist immer eine Ansage. Das können wir kurz auch mal bejubeln. Ja, das läuft dann auch vielleicht mal für Schalke gerade. Klar, klar. Sehr aber gut. Wie gesagt, respektvoller Umgang in hier natürlich im Chat, natürlich auch bei WhatsApp. Ich glaube, das ist sollte kein... Fußball verbindet, ja. Genau. Und wir benehmen uns alle da. Es sind alle nur Top-Typen und auch Mädels drin. Es macht einfach Laune mit denen. Aber es kann halt sein, das impfe ich immer ganz gern vorher. Du kannst abends ins Bett gehen und morgens hast du 400 WhatsApp-Nachrichten, weil die sich da nachts dann auch austauschen rund um den HSV und den Fußball und hast nicht gesehen. Genau. Also hab viel Spaß. Kommt keine Langeweile auf. Definitiv. So, rund um die Uhr Fußball und natürlich auch mal private Tipps und so weiter und so weiter. Da werden auch mal ein paar interne Wetten abgeschlossen. Finde ich richtig geil. Es macht einfach nur noch Spaß. Und so langsam kommen wir zum Ende. Wie gesagt, WhatsApp-Gruppe gerne mit dem HSV-Dino über Instagram oder eine Mail an uns oder über Thomas Krüger. Viele Wege führen nach Rom. Viele Wege führen in die geilste Stadt der Welt, nämlich nach Hamburg. So meistens entweder über die A1, A7, kannst du eigentlich alle nehmen. Ich krieg Gänsehaut. Kannst du eigentlich alle nehmen, Digi. Alle? Ja? Natürlich. Klar. Ja, die Spiel schreibt auch rein, den HSV habe ich nämlich auch richtig gerne Tradition rein in Liga 1. Ja, euch dann trotzdem noch ganz, ganz viel Erfolg. Mit Labbadia hat es ja nicht so ganz funktioniert, aber trotzdem noch weiterhin viel, viel Erfolg für die Hertha in der ersten Liga. Ja, absolut. Ist auch ein Verein, wenn der in die zweite geht, umso bitterer. Aber viel, viel Erfolg. Also, Jungs und Mädels. Wir sagen erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zur Spielanalyse. Wir sehen uns am Mittwoch im HSV Fan Talk hier auf diesem Kanal um 19 Uhr. Also wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hau gerne ein kostenloses Abonnement für uns raus. Da würden wir uns riesig drüber freuen. Haben jetzt die 700 geknackt, die? Ja. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich 700 mich auch. Haben wir voll gemacht. Und ganz, Kasten ist fett. Ganz nochmal persönlich für die, deine Spende, Tess McGrath. Vielen, vielen Dank. Ganz stark. Ja, freuen wir uns sehr drüber. Wir wünschen euch jetzt schon mal vorab einen richtig geilen Abend. Richtig geilen Samstagnachmittag. Ja. Genießt so ein bisschen die erste Liga. Gibt ja Fußball genug. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns am Mittwoch wieder. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt schön gesund. Und Fadi hat die letzten Worte für euch. Ja, ich sage eigentlich heute nur ganz schnell, genießt die Woche. Ja, genießt es einfach auch mal. Lasst es schön sacken. Wir treffen uns in der WhatsApp-Gruppe und bereiten uns jetzt auf den nächsten Gegner vor. Aber so Cipriano. Und dann... freue ich mich einfach wieder auf das nächste Game. Ich brauche Spiele im Moment vom HSV. Das ist die Verjüngungskur, die ich im Moment mitmache. Sehe auch gut aus mittlerweile, ne? Die Falten weg, weniger graue Haare. Weniger Durchfall. Weniger Durchfall. Also es läuft alles glatt bei uns. Deshalb auch aus meinem Munde. Bleibt gesund. Ich freue mich auf Mittwoch auf euch. Und dann fachsimpeln wir in alter Manier rund um unseren HSV. Genau, wir können gerne nochmal den Chat so ein bisschen laufen lassen gleich, dass ihr euch noch gerne austauschen könnt. Geht da hier noch ein bisschen um die WhatsApp-Gruppe. Schreibt gar kein Problem. Gerne noch. Genau. Und dann, wie gesagt, schönes Wochenende euch, bleibt schön gesund und denkt dran, scheißegal, was ihr macht. Aber schaltet wieder ein. Nur der Only HSV. The HSV. Only the HSV. Bis dann, ihr Lieben. Wir sehen uns in der Zukunft.
Da holst du ja einen raus, Digi. Dabei war's, wir haben uns riesig gefreut. Haut in die Kommentare, wenn das bald das Video oben ist. Diese fließen mit in die Fan-Kommentare der Woche ein. Instagram auch nicht vergessen, lasst ein kurzes Like da, dann erfahrt ihr weitaus mehr, wann wir streamen etc. Und natürlich sind wir jeden Mittwoch 19 Uhr mit am Start mit unserem HSV-Fan-Talk. Sei mit dabei und vor allem bleib du schön gesund, dein Vater so.